mein Ding im Büro zu verweilen. Ich kann das Soko mit den Streifen sowie Anzugshosen nicht leiden. Hab keine Lust, mich für den Chef ständig so zu verkleiden. Und bleib liegen, anstatt pünktlich irgendwo zu erscheinen. Für morgens aufzustehen ist meiner Meinung nach tödlich. Wenn mich wer fragt, was ich so mach, na so wenig wie möglich. Wenn sich deswegen wer beschwert, nehm ich es nicht persönlich. 100% zu geben ist doch nicht nötig, außer es geht um meine Life. Life Balance, dann geht's um meine Life Balance. Ja, dann arbeite ich hart, nur zu so viel geschuftet und wofür so gespart. Wer arbeitet, verkürzt bloß den Tag, doch geht's um meine Life Balance. Ja, dann arbeite ich hart. Ich bevorzuge eine zerrissene Jeans, ein altes Shirt und im Kalender ist kein fixer Termin. Manchmal ist es sogar besser, im Pyjama zu bleiben, wenn es hilft, euer künstlich gemachtes Drama zu meiden. Wozu die Hektik? Morgen ist ja auch noch ein Tag. Und wenn die Sonne scheint, verbringe ich ihn draußen im Park. Wenn sich deswegen wer beschwert, nehme ich es nicht persönlich. 100% zu geben ist doch nicht nötig, außer es geht um meine Life Balance. Dann geht's um meine Life Balance. Ja, dann arbeite ich hart, nur zu so viel geschuftet und wofür so gespart. Wer arbeitet, verkürzt bloß den Tag, doch geht's um meine Life Balance. Ja, dann arbeite ich hart. Soll eure Welt doch untergehen? Meine Stimmung war niemals besser. Ich sitz mit Mate im Becher, ganz weit weg von Sorgen und Problemen, und genieße das fantastische Wetter. Was war, wirkt jetzt wie ungeschehen. Und endlich Schluss mit all dem Gemecker. Selber schuld, wenn ihr Stress habt. Das Leben ist echt wunderschön. Selbst wenn ihr wieder über mich lästert, liegt der Fokus bei meiner Life Balance. Dann geht's um meine Life.